So, hallo und willkommen mal wieder zu Plants vs. Zombies. Ja, ich weiß, es ist 4 Monate her und alles. Ich hab's vergessen. Ja, ich habe ja schon mal ein paar Dinge eingestellt. PVZ-Tools habe ich hier wieder installiert. Das war jetzt schon weit weg. Und ich zeige jetzt einfach mal in dieser Folge die ganzen restlichen Dinge, die man so mit diesem Memory View hier anfangen kann. Sofort aufladen hatte ich. Dann gibt es als nächstes die Wanted Zombies. Und zwar, ich starte erstmal Level. Danke sehr. Dann noch ein bisschen lauter. So. Was willst du von mir? Das interessiert mich nicht. Ich kenne auch sonst wie viele Münzen hier cheaten. Ja, ich mach mal hier. So. Ja, ja. Mal schon mal dieses Ding hier. Das scheint dem Lautsprecher nicht sonderlich gut zu bekommen gerade. Wahrscheinlich nimmt er auch mit zur Priorität auf oder so. Oh shit, ich muss jetzt warten, bis der hier. Das war nicht gut durchdacht. Ja, also Stille. Setze ich den da hin. Und dann habe ich hier 0. Gut, danke sehr. Zack. Oh, noch ein bisschen leiser, das scheint ihm echt nicht gut zu bekommen. So, jetzt mache ich hier mal die Zombies mit einem Schlag. Okay. Und zwar muss ich dazu wieder mal das Übliche machen hier. Ich mache wieder das Übliche. Go to address. Und dann das hier. Kopieren und da einfügen und dann das hier und da hinjumpen und das ist hier ein Jump-Zeug und zack und das und ihr merkt wohl, wie das abläuft. Immer nur hier kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Na? Einfügen. So, jetzt müsste das Blatt offen soweit. Platziert den hier. Und zack, tot. Ja, mal gucken, was hier passiert ist. Also zum Beispiel, das hier ist ein Sprungbefehl zu dem hier. Das hier scheint offenbar die Gesundheit der Zombies auf Null zu setzen. Und das irgendwie, wahrscheinlich so eine Backup-Variable, gibt es auch manchmal bei Minecraft. Und das scheint irgendwie von der Gesundheit vielleicht. Nee, okay, nein, ich habe keine Ahnung. Ich gebe gar nicht erst vorne Ahnung zu haben davon. Das genaue Gegenteil davon kann ich nämlich auch machen. Ich kann den hier zu dem hier verändern. Da sieht es ziemlich eindeutig aus, einfach. Eine Variable wird auf 0 gesetzt. Das lasse ich jetzt mal kurz vorführen. Zum Beispiel von dem hier, wenn der nicht mehr aufladen würde. Achso, ich habe übrigens wieder ein neues Tonaufnahmegerät hier. Das schloss gerade. Und nimmt schön auf und das müsste eigentlich soweit funktionieren. Deutlich bessere, da habt ihr es gesehen. Sofort gefressen. Es gibt auch Pflanzen, die überhaupt nicht gefressen werden können. Das ist einfach ein Bob. Das heißt, die Gesundheit wird nicht herabgesetzt, wenn die Zombies dann knabbern. Kein Schuss auf Pflanzen bedeutet, dass die Zombies bei Zombotanik oder wie auch immer das heißt, nicht die Pflanzen erschießen können. Und Level mit Limit mache ich jetzt nochmal kurz. Dazu brauche ich Minispiele und mache das hier mit. Minigames, und zwar nämlich zum Beispiel. Wo war es noch? Big World war das, genau. Das wollte ich nehmen. Und dann einen Scan anfangen. Also erstmal hier weiterlaufen lassen. So, und jetzt habe ich 0 Matches hier unten. Sieht man. Wenn ich die Maus mal bewegen dürfte. Danke sehr, da. Und jetzt habe ich alles mit 0 raussuchen lassen. Jetzt mache ich das hier, jetzt habe ich ein
nächster Scan. Ja, danke sehr. Da sind aber noch einige andere, weil ist auch egal. Dann mache ich den hier mal. Zwei. Ja, das ist ja schon nur noch ein bisschen. Dann mache ich den hier mal. Dann habe ich drei. Und da sind immer noch drei Stück übrig. Unglaublich. Was mache ich dann mal als nächstes? Wo gibt es noch einen Zug? Da gibt es einen Zug. Und jetzt nur das hier übrig mit der 4. Jetzt ändere ich das hier mal zur 74 meinetwegen. Ich mache mal zur 72, dann passiert nämlich was Lustiges. Erst sind gleich, da aktualisiert sich, sobald ich von der Pause weggehe. So, und wenn ich nur das hier mache, sagt er noch 5 Matches, was gar nicht stimmt. Jetzt ist mehr übrig. Und jetzt zack, und dann habe ich den Level besiegt. Was kann man eigentlich mit allen machen? Manchmal braucht man halt Sonnen sammeln oder sonst was. Dann kommen noch Pflanzen-IDs, genau. Dazu mache ich mal einfach so ein Adventure-Ding. Obwohl, ich könnte vielleicht so, ich mache mal Survival Pool, weil ich nämlich Pool ausprobieren möchte mal. Man kann nämlich hier was die Pflanzen-IDs ändern, das heißt, ja, ich zeige gleich, was das heißt. Welche nehme ich denn mal? Einfach nur irgendwas, um Leute abzuwarten. Den nehme ich nochmal. Den nehme ich nochmal. Ist ja relativ egal, aber okay. Ne, der bringt nichts. So. Und so, was soll's. Ja, ich weiß. Und dann mache ich einen neuen Scan. Die wäre jetzt wieder nutzlos geworden. Und die 50, ich fange am besten noch nicht an. Ich gehe immer auf Nummer sicher, dass ich auch schon hier. Das ist echt gruselig mit dem Ton. So, dann geht es mal ein bisschen was ab aus. Nächstes Scan. So, dann war es das schon. Und zack. Und jetzt mache ich noch mal deswegen das Moment. Ich muss erstmal noch Pflanzen-IDs raussuchen. So, da hätte ich es endlich mal. Da sind die Pflanzen-IDs. Ja, das sind eine. Ich hätte vielleicht nochmal Pflanzen nehmen können, von denen ich die IDs auswendig weiß, aber egal. So, Melonenpult setze ich jetzt mal hier hin. Und dann gucke ich mal. Ach, Wintermelone. Melonenpult ist 39, okay. Also 30. Und zwar hat nämlich dieses Feld jetzt die Zahl 39 inne. Und auch noch ein Indikator dafür, dass da überhaupt eine Pflanze sitzt. Wenn ich jetzt das mal kurz entferne und dann für so ein Kernelpult hinsetze, wie das hier heißt, dann hat das eine neue ID drauf liegen und zwar 34. Mal das nächste Experiment durchlaufen und so, jetzt habe ich schon. Ich möchte 43 dort haben. Also fände ich das zu 43. Oh, der Schatten ist weg. Jetzt gucke ich mal, was passiert. Da! Er schießt, er macht jetzt die Animation von dem normalen, aber schießt diese Teile. Das kann ich jetzt mit den anderen auch noch wiederholen, dann hätte ich theoretisch ganz, ganz viele von den Teilen. Ich kann ja mal kurz gucken. Jetzt nochmal die. Das war 39, ne? Neuer Scan. Ja. 39. Und dann nochmal mit dem. Der 34. Und dann nochmal. Ach, egal, ich setze das nochmal hin. So. Jetzt setze ich da nochmal die 43 hin. Der Schatten verschwindet. Jetzt schießen die beide das. Obwohl sie ihre normale Animation machen. Oh, die Münzen. Sind so ein paar. Ja, jetzt schießen sie in der Saale fröhlich ab und im Prinzip sind Scatstails nur auf dem Boden. Ich könnte nochmal versuchen, das zum Lilypad zu verändern und gucken, ob ich dann ein Cattail draufpacken kann. Ich rede ja halb Englisch, schlimm. Zwar ist das die 16. So, erstmal mache ich hier die 39 wieder. Neuer Scan. 39. Nicht 309, sondern 39. Laggt wieder ziemlich. Dann mache ich hier die 34 hin. Nächstes Scan. Und dann
war das, was, 25? Nein, 16. Wie kam ich auf 25? Okay, 16. So. Jetzt mal gucken, ob ich den da draufsetzen kann. Oh. Okay. Nun ja, offenbar nicht. dann darf ich mal wieder den Prozess neu auswählen. Was? So, nice. Genau. Öffnen. Nein. So. Jedenfalls waren das halt die Pflanzen-IDs. Genau. So. Ähnliches kann man auch mit den Minispielen veranstalten. So, Hybrid-Minispiele, genau. Ich kann jetzt meinetwegen auf Minigames gehen. Und auf... Welche zwei tun sich dann mal gut zusammen? So, da hätte ich's. Hier so. Und zwar könnte ich zum Beispiel mal... Ich probiere jetzt auch mal mit Walnuss Bowling. Mal gucken, was dann passiert. Ich nehme also... ich nehme... Zum Botanik am besten, das ist 16. Ist auch egal hier. First Scan. Achso, nein. Nicht. Das war was? 22 sagt das? 16. Hä? Was hab ich denn für ein Gedächtnis? So. Dann. Main Menu. Dann gehe ich mal zum Walnuss Bowling. Und das ist die 17. Jetzt gehe ich mal auf Zum Botanik. Neues Spiel. Wähle mir dann irgendwelche Pflanzen aus. Ist vollkommen egal, welche ich nehme. So, das ist jetzt ja die Nummer 16. Ich ändere es in 17. Mal gucken, was dann passiert. Ah ja. Oh. Alle Walnüsse laufen in die Richtung, okay. Okay. Oh cool, der explodiert nicht. Wunderbar. Oh, okay, jetzt kann ich also hier im zum Botanikzeug, wo übrigens die Pflanzen keinen Schaden bekommen. Ich habe den Hack nicht angewendet, aber sie bekommen auch tatsächlich keinen Schaden, warum auch immer. Hier kann ich also jetzt schön die Viecher umkegeln. Und so kann man es auch mit anderen Dingen machen. Man kann zum Beispiel hier in den Zen-Garten gehen. Das ist hier ID Nummer 43. Wecke ich mal die Schnecke auf. Gehe ich ihn verpflanzen. Ja, ist ja langweilig. Ich möchte stattdessen, dass da Zombies kommen. Und zwar sehr viele Zombies. Da nehme ich mal einfach. Ich nehme mal Survival Tag. Also ID Nummer 1. So. Müssen Zombies kommen. Ah, die Schnecke bewegt sich mal nicht. Ah, es kommen Sonnen. Aber ich kann keine Pflanzen auswählen. Okay. So, mal gucken, wann Zombies kommen. Im Zen-Garten. Ah. Das ist ja mal interessant. Wow. Okay. Gut, der Shop leuchtet auf, wenn ich die Maus überbewege, aber ich kann ihn nicht anklicken. Okay. Mal gucken, ob ich im Zen-Garten sowas pflanzen kann. Ich nehme mal den. Und welche, die vielleicht normalerweise nicht da sind, wie zum Beispiel. Nee, den kann ich ja trotzdem dann nicht pflanzen, genau. Aber ich nehme mal den mit dem. Oh, Moment. Ich möchte mal einen Magneten. Ja, Vorsicht, aber den mit. Und dann nehme ich einen Magneten, der. Aufgeweckt ist, wo ist das Aufweckzeug? Kaffeebohne oder so? Hä? Irgendwie doch sein. Ach da, das ist die ja, genau, stimmt. Und so. Und dann nehme ich noch das und das und ja, so.
So, mal gucken. Oh, interessant. Ja. Cool. ja, also, da die ja One-Hit sind immer noch von dem anderen Hack. Oh, doch nicht. Der frisst die Zen-Gartenpflanze. Oh, der frisst ernsthaft die Zen-Gartenpflanze. Ah, ist ja Hammer. Dann ein paar Sonnen. Oh nein, nein, falsch. Sind schon 100. Jetzt 125. Ups. So. Jetzt schieße ich da mal was ab und jetzt. Okay. Stopp. Töte ihn! Nein! Ah, jetzt habe ich den Zen-Garten verloren. Das ist ja auch mal was. Das sieht sehr gar nicht verbuggt aus, wie der da rumläuft. Naja, try again. Und jetzt bin ich im Survival-Tag, weil ich neu gestartet habe. Das war klar. Okay. Ja, ich würde sagen, das kann man mit sehr vielen anderen Minispielen noch machen. Man kann eigentlich alle kombinieren. Und ja, man kann auch Flaggen im 2-Milliarden-Bereich hierbei kriegen. Und dann fängt man wieder bei minus 2 Milliarden irgendwas an. Ähnlich wie beim Baum der Weisheit, wo ich es glaube ich schon gemacht habe. Ja, der hat jetzt Minushöhe. Und zwar von 2 Milliarden noch was. Deshalb kann ich auch nicht rausfinden, wie groß er ist, weil es nicht angezeigt wird. Und deswegen kann ich es nicht mehr zurückhalten. Ich habe also den Baum der Weisheit zerstört. Sehr schön. Nun ja, gut, dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. In der nächsten Folge gibt es die versteckten Minispiele. Und das wird nochmal sehr interessant. Also, das wird eigentlich die einzig sinnvolle Folge dieses ganzen, dieser ganzen Serie sein. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, würde ich sagen. Da ich immer noch keine vernünftige Verabschiedung weiß. Naja, tschüss. So, und ihr merkt, die Folge ist noch nicht vorbei. Ich wollte nämlich noch eine letzte Sache zeigen. Was ich nämlich ganz vergessen habe, war, es gibt nicht nur dieses eine Programm, um Benzos Zombie zu bearbeiten, denn das ist ja für alle möglichen Prozesse, sondern es gibt auch noch das hier. Zum Beispiel kann man diesen hier machen. Dann erscheinen ganz viele Zombies. Ich habe gerade offenbar die sechste Spur ausgewählt. Obwohl, nee, ich habe alle ausgewählt. Nicht 6, sondern 5. wäre das. Also, das kann man auch noch mit PVZ-Tools machen. Ja, und jetzt setze ich hier irgendwie wild irgendwie Pflanzen hin. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, jetzt war es das aber. Ja, tschüss.